Wenn du dieses Video angeklickt hast, dann hast du dich mit der Frage beschäftigt, ob es sein kann, dass du ein Mensch bist, der zu emotionaler Abhängigkeit neigt. Und vielleicht hast du mit dem Gedanken gespielt, dich daraus zu befreien. Vielleicht kennst du dieses Muster auch schon aus deiner Kindheit, wo du vergeblich darauf gewartet hast, die Liebe zu bekommen, die du verdient hast. Auch wenn es dir nicht bewusst ist, wie es dazu kommt. Dann geht es dir so, wie vermutlich vielen Menschen, die als Kinder, aus welchen Gründen auch immer, nicht die Liebe bekommen haben, die sie sich gewünscht haben. Jedes Kind braucht, um emotional gesund und stark aufzuwachsen, ein geborgenes Elternhaus. Eltern, die sich selbstlos um ihr Kind kümmern, es beschützen und liebevoll fördern. Doch die Wirklichkeit sieht leider oft anders aus. In diesem Video heute zeige ich dir Symptome, die du bei dir findest, wenn du ein Mensch bist, der zur emotionalen Abhängigkeit und Verstrickung neigt. Des Weiteren erkläre ich dir die Ursachen dafür und zeige dir Wege, aus dieser Misere herauszukommen. Hallo, mein Name ist Nicole Susanne Ranke und ich bin psychologische und spirituelle Wegbegleiterin. Seit 30 Jahren begleite ich jetzt schon Menschen in ihrem Entwicklungsprozess mit positiver Psychologie und heilsamen Techniken, die wirklich funktionieren. In diesen Jahrzehnten habe ich eine Menge Techniken angesammelt und auch selbst entwickelt, die ich kombiniert und tiefgreifend anwende, um zu helfen, Blockaden und alte Muster zu erkennen und erfolgreich zu überwinden. Heute schauen wir uns das Muster der emotionalen Abhängigkeit an, warum du dazu neigst und wie du es überwinden kannst. Ich werde dir eine klare Anleitung an die Hand geben, mit der es dir gelingt, dein Leben zu verändern und endlich entweder glücklich allein zu leben oder den richtigen Seelenpartner anzuziehen. Denn das geht erst, wenn deine Programmierung, also deine Muster, auch dementsprechend die richtigen Signale sendet. Ein wichtiges Signal, was du dafür benötigst, was oft unterschätzt wird, ist die Selbstliebe. Doch darauf werde ich später noch eingehen. Hier erst einmal die Symptome, wenn du emotional abhängig bist. Ein Symptom ist, du kannst wahrscheinlich schlecht Nein sagen, weil du Angst hast, anderen vor dem Kopf zu stoßen. Und du findest dich oft in Partnerschaften wieder, wo du nicht weißt, was der andere für dich fühlt und wo du mit ihm oder ihr dran bist. Du findest dich oft in der Wartestellung wieder und du wartest darauf, dass der andere sich meldet, auf dich zugeht, endlich deinen Wert erkennt etc. Das habe ich ja schon auch in einem vergangenen Video mal näher erläutert, wie es dazu kommt, wenn du eben in dieser Wartestellung bist und was du dann tun kannst. Doch kommen wir zurück zu unserem heutigen Thema. Ein nächstes Symptom. Du hast oft schmerzhaften Liebeskummer. Du kannst nicht gut sagen, was du dir wünschst und vom anderen brauchst. Und Kritik ist vielleicht auch schwieriger für dich. Du versuchst es immer erst durch die Blume und hoffst, dass der andere ahnt, was du möchtest. Ja, also für dich ist es schwer, den anderen zu kritisieren. Du hast vielleicht Angst vor den Auseinandersetzungen. Ein anderes Symptom sind Verlustängste. Ja, du hast vielleicht oft Verlustängste und du kannst schlecht deine Standpunkte vertreten vor anderen, wenn es Gegenwind gibt. Also wenn du schon das Gefühl hast, dass der andere das nicht möchte, was du dir wünschst. Wie kam es dazu, zu diesen Blockaden? Du hast in der Kindheit erfahren, dass man dich nicht wegen deiner selbst geliebt hat. Du musstest vielleicht auch um deinen sicheren Platz zu Hause fürchten und hast dich an die Situation angepasst und dafür deine eigenen Bedürfnisse verdrängt. Deine Wünsche und Bedürfnisse sind nicht ernst genommen worden. Du musstest zu früh erwachsen werden und
oder schon Tätigkeiten übernehmen, die eigentlich Erwachsene tun sollten. Zum Beispiel die Eltern seelisch, moralisch oder auch tatkräftig mit zu vielen Aufgaben und Pflichten unterstützen. Das hast du dann vermutlich auch getan, weil du hofftest, wenn deine Eltern stabil sind und sich gut fühlen, hast du auch etwas davon, weil sie dir dann auch gut tun können und dir auch eine Stütze sein könnten. Das war zumindest dein Gedanke. Unbewusst vermutlich. Ja, das machen Kinder so. Doch darauf hast du dann vermutlich auch lange warten können. Damit wurden deine inneren Grenzen nicht genügend aufgebaut oder sogar auch verletzt. Du hast gelernt, für andere da zu sein und dich selbst zu verleugnen. Verlustangst entstand statt Urvertrauen. In dir ist der Verdacht entstanden, dass du nicht für dich selbst liebenswert bist. Also nicht einfach nur so, weil du da bist, weil du halt hier lebst. Ja? Du hast gedacht, du hast nicht das Recht darauf, einfach so liebenswert zu sein für dein Wesen. Und heute verrenkst du dich noch immer für andere. Einfach, weil du es so gelernt hast. Und dein Gegenüber fühlt dich nicht richtig. Dein Glaube, nicht liebenswert für dich selbst zu sein, überträgt sich auf den anderen und er spiegelt dir deinen Glauben, indem er dich schlecht behandelt. Oder, und du ziehst gleich unbewusst Menschen als Partner an, die emotional nicht erreichbar sind, weil du das Muster von früher her kennst und es dir eine Art unbewusste Geborgenheit vermittelt. Ja, das kennst du vielleicht. Du lernst jemanden kennen, der ist wirklich garantiert schlecht für dich oder sie. Und genau darauf fährst du ab, ja, weil das ist das, was du kennst. Es fühlt sich richtig gut an und toll. Du bist vielleicht ganz euphorisch und brennst Feuer und Flamme. Dieses Gefühl ist trügerisch. Was kannst du nun tun? Mach dir deine Muster und Wunden bewusst. Beschäftige dich mit deinem Trauma dahinter und deinen inneren Kindern, die deine Heilung brauchen. Innere Kinder sind innere Seelenanteile, die halt nicht mitgereift sind durch die Verletzungen. Und suche nicht die Heilung im Partner oder in der Partnerin, also auf gar keinen Fall in der Partnerschaft. Übernimm du selbst die Verantwortung für dich und lerne Selbstliebe. Ich habe dir in meinem Buch Selbstliebe leicht gemacht eine genaue Anleitung dazu geschrieben, wie du lernst, dich selbst zu lieben und alte Muster überwindest und Schritt für Schritt den Weg in deine emotionale Selbstverantwortung findest. Lade dir noch heute mein kostenloses Demo-E-Book herunter und beginne den Weg der emotionalen Selbstständigkeit zu gehen. Sei es dir wert. Entscheide dich heute für dich. Lade dir das E-Book herunter. Ich habe es dir hier unten verlinkt. Es ist kostenlos als Demo-Version. Und wenn du Interesse hast, ich werde bald einen Online-Kurs dazu basteln, Selbstliebe zu lernen, wo du das Schritt für Schritt auch nochmal in Verbindung damit, dass ich dich da noch mal intensiver unterstütze. Und wenn du dich hier einträgst und das E-Book herunterlädst, dann bekommst du auch automatisch Bescheid, wenn der Online-Kurs da ist. Ich hoffe, ich habe dir ein Stückchen weiterhelfen können. Wenn dir das Video gefallen hat, dann freue ich mich mega über einen Daumen hoch. Abonniere gerne meinen Kanal, damit du immer die nächsten richtigen Tricks und Tipps von mir erhalten kannst. Und ja, vielleicht kennst du auch jemanden, der die das gleiche Problem hat und wo du denkst, der oder die braucht das, ist auch nicht so ganz in seiner Selbstverantwortung oder in ihrer Selbstverantwortung und zieht immer die falschen Partner an. Dann schick doch das Video einfach weiter, teile es, weil je mehr Menschen es kennen, umso besser ist es, weil es gibt so viele Menschen, die ihre Wunden aus der Kindheit noch nicht überwunden haben. Also, pack es an. Vielleicht ist heute der Tag,
an dem es anders werden kann. Ich freue mich, wenn wir uns bald wiedersehen und wünsche dir eine gute Zeit. Bis dann, deine Nicole.